Berliner Meister, Deutscher Meister, Europameister, Weltmeister und Olympiateilnehmer, alle haben eins gemeinsam. Sie kommen vom Olympischen Sportclub Berlin. Der feiert aber nicht nur Erfolge, sondern auch das 125-jährige Bestehen. Zu dieser Sause ging es in die Schöneberger Dorfkirche. Der Nietzsche, unser Gründer, ist 1880 nach Schöneberg gekommen und wurde hier als Lehrer und Kantor eingestellt, in dieser Kirche, wo wir heute unseren Festtag hatten. Max Nietzsche gründete 1890 den damaligen Schöneberger Männerturnverein und suchte dazu eine Turnhalle. Unter der Bedingung, dass die 25 Gründungsmitglieder in die Freiwillige Feuerwehr eintreten, durften sie die Turnhalle in der Mühlenstraße benutzen. Ein und ein Vierteljahrhundert später hat der OSC 15 Abteilungen und über 2700 Mitglieder. Ja, stark machen uns die Mitglieder und stark machen uns die Ehrenamtlichen, die das alles organisieren und den Spaß nicht verlieren. Tischtennis, Kendo, Fechten, Tanzen, Turnen oder auch Rollsport. Nur ein kleiner Auszug aus dem OSC-Angebot. Unsere Moderatorin Katharina Kleinfeld hat sich ja auch schon mal beim Olympischen Sportclub ausprobiert. Sie besuchte die OSC Ice Ladies, die ja zu den Top-Teams der deutschen Frauen-Bundesliga gehören und etwas ganz Besonderes geschafft haben. Dazu kam natürlich noch der dritte Platz im Europapokal, den bis jetzt noch keine andere Mannschaft geschafft hat aus Deutschland. Und darauf sind wir natürlich auch sehr stolz. Aber bei all dem Schwelgen in Erinnerungen bleibt ein Blick in die Zukunft nicht aus. Für die Zukunft, denke ich, ist es ganz wichtig, dass wir unsere Arbeit auch professionalisieren und hauptamtliche Mitarbeiter gewinnen, die für den Verein dann tätig werden. Das allerdings ist noch Zukunftsmusik. Bis dahin warten noch jede Menge Groß-Events auf den Sportclub, auf den USC. Eine Veranstaltung, das Final Four Turnier um den DEB-Pokal der Frauen im Wellblechpalast. Dort sind die Ice Ladies und auch wir auf jeden Fall vor Ort. Also den dicken roten Marker herausgeholt und fix den 14. und 15. März notiert. Kommt vorbei und guckt euch die Highlights der Endrunde an. Ansonsten wünschen auch wir alles Gute und auch weitere 125 Jahre OSC, Olympischer Sportclub Berlin.